Hi Leute, willkommen zurück zu Blasphemeus. Ich zeige euch heute einen lustigen Geheimraum und zwar den Spielautomat. Das ist hier unten. Wenn ihr mal auf der Karte schaut, ist das hier. Um dahin zu bekommen, braucht ihr auf jeden Fall die Lungen und müsst aus dem Wasser hüpfen können. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall auch noch, wie heißt das gute Teil? Kann mal gucken hier. Hier diesen ausgerissenen Nagel aus dem Schmutz. Den braucht ihr auch auf jeden Fall noch. Wie ihr den bekommt, könnt ihr natürlich gerne wie immer bei mir im Kanal anschauen. Da wird das nochmal genau erklärt, wie ihr diesen ausgerissenen Nagel aus dem Schmutz bekommt. Und das erlaubt euch einfach hier aus dem Matsch herauszuspringen und ihr bleibt auch im Matsch nicht mehr hängen. Könnt hier einfach langsliden und euch da frei bewegen. Den braucht ihr auf jeden Fall, um hierher zu kommen. Dann geht ihr hier hin, slidet hier einmal durch und hier haben wir jetzt den coolen Spielautomat. Ein richtig cooles Secret Level und vor allem kann man da auch dran zocken. Man kann dafür 2500 ausgeben und kann da zocken. Und das machen wir jetzt mal. Blasphemeus Alcazar of Grief. Press Start, ein Credit haben wir, also ein Leben. Und hier können wir das, ja, ziemlich retromäßige Blasphemeus zocken. Zocken wir jetzt einfach mal. Ganz coole, witzige Idee auf jeden Fall. So. Bisschen aufpassen, weil wir haben ja noch ein Leben. So, komplett durch. Da oben ist eine Schatztruhe. Zack. 25 Tränen. So hätte man da auch hingekonnt. Okay. Oh, krasse Flammen hier unten. Mal aufpassen. So, jetzt mal hier den Blatt machen. Da oben kann man noch lang. Wo kommt man da hin? Okay. So, gehen wir mal hier oben lang. Zack. Mal aufpassen, die brechen dann ab, die Dinger. So, wie holen wir hier die Kiste? Ich will ja nicht da unten ins Feuer fallen, ne, Leute? Also, wie holen wir die Kiste? Könnte darüber springen. Na, lassen wir sie mal da unten liegen. So, habt ihr gar keine Chance für mich. Zack. Ja, durch die Pixelgrafik war doch, man kommt hier hin, kann man nämlich hier rüber hüpfen, zack, und da ist auch die Kiste. Ah, 150 schon, zack. So, weiter, weiter geht's. Kann mir schon vorstellen, dass hier jetzt gleich ein Boss kommt. Go, go, go. Neuer Abschnitt. So. Zack. Kiste. 250 haben wir jetzt schon, ja? Das ist doch was. Ach, dumm. Dreihundertfünfzig, zack, gehen ja richtig ab hier. So, hier ist ein Geheimnis. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach, na gut, jetzt kommen sie gleich wieder. Ist kein Geheimnis. Full Game hier. So,
Nächster Abschnitt. Ja, immer erstmal nach hinten laufen, gucken. Ja, Geheimgang. Ein Totenkopf. Okay, was kann der? Gerade nicht verfügbar, ja. Das ist gut. Boah, das war schon relativ knapp. Warum muss ich ihn eigentlich erwischen? Ja, top. Ja. So. Er hat mich erwischt. Mist. Wie hat er das denn gemacht? Schon einen verloren, ey. Krasse Animation, oder? Leute, was sagt ihr dazu? Ah, jetzt wird's natürlich tricky hier. Oh. Krass. Oh, wie krass. Nein. Game over. Ja, das war eine krasse Stelle. Leute, versucht's auch mal auf jeden Fall. Hier gibt's ein cooles Game, was ihr zocken könnt. Nochmal so ein Retro-Special quasi. Und da gibt es natürlich auch Tränen. Zwar ein bisschen weniger bekommen, als ich eingegeben habe. Aber ja, das ist noch ein Game, was ihr dann durchzocken könnt. Und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Ich hoffe, ich habe euch geholfen, hier mal ein bisschen Secret nochmal zu finden. Easter Egg quasi. Und dann lasst es euch gut gehen, Leute. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.